Hi Freunde, also willkommen zu Folge 10. Ey, ich krieg die Krätze gleich. Ich will gerade immer anfangen, die Folge aufzunehmen. Und dann rufen Leute an. Da rufen ständig Leute an. Hart, hart, hart. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hinfahren muss. Was ist da oben? Okay, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal da so Feinde gesehen. Was ist das hier? Okay. Oh, fuck. Okay. Scheiße, wie kommen wir nochmal raus? Ah, Kacke. Okay, ach ja, das ist der Sprungboost. Genau, cool. Ah, mit Q kommen wir raus. Okay. Was liegt hier an? Was ist hier los? Okay. Elektronikfertigkeit zu gering, ich krieg die Krise. Oh nein. Was hast du, was ist für ein rotes Ding am Rand? Was ist hier los? Gleich mal gucken. Oh, das ist die Begrenzung von der Map. Wahrscheinlich die Begrenzung von der Map, oder? Schätze ich mal. Okay, entdeckt das Plutoniumvorkommen, Forschungsbasis, Anomalie. Ah, mit dem kann ich das angucken. Na klar, okay, alles klar, passt schon. Passt schon. Ey Leute, schaut euch Planet Side 2 an. Fettestes Spiel aller Zeiten. Ist halt Massive Multiplayer Online Action. Kampf aber, ey, vom Feinsten, ehrlich. Okay, das habe ich jetzt auch rausgefunden mit der Karte, wo man hin muss, mit M. Macht die Sache gleich viel einfacher. Hart, 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 Moment, sorry. Cool bleiben, okay. Dieses Gerät überträgt Signalbündel in synchron gesehen vom Orbit. Die Funktionen können verheben. Das in der Nähe abstürzen. Okay. Okay, dann geht's jetzt hier hin. Oh, Scheiße. Also genau in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt Vollgas. Ah, dann kann ich auf jeden Fall mal den Absturz abfedern. Ja, die Fahrerei macht schon Spaß. Cool. Auf jeden Fall mal ein neues Spielelement. Wenn sie es nicht überstrapazieren. Lowrider, yeah. Na, auf jeden Fall will ich das andere Ding schon erkunden, muss schon sein. Da hinten zu finden gibt, wenn wir jetzt schon hier auf dem Planeten sind. Da da di da da. Ja, Planet Side 2 auf jeden Fall fett. Und gratis. Ja.
Man muss sich halt am besten so ein Mega-Squad anschließen. Keine Ahnung, wie man das machen will, um halt Leute da kennenlernen. Gibt bestimmt auch ein deutsches Squad, ey, und dann kannst du richtig Spaß haben damit. Wobei ich mir von Battlefield 4 auch viel erhoffe. Ja, wenn es denn mal tut. Scheiße. Trojanische Insignien gefunden. Okay. Okay, cool. Also, nächstes Ziel. Forschungsbasis. Und Vollgas. Jetzt unter Mega Jump, yeah, oh geil. Sorry, ah, fett. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch, bitte? War das ein Viech oder was? Nö, jetzt keine Viecher. Jetzt mal gucken, was mit der Forschungsbasis hier wirklich passiert ist. Was ist da Sache? Oh! Hier war schon seit einer Weile niemand mehr. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, das ist mein Ding. Na, Computerkonsole öffnen, wo war das? Gehen Sie vor. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Okay. Okay. Passt. Okay. Ups, sorry. Weiter links ein Stück? Ja, da ist ja. Ah. Speichern. Dass wir wissen, was auf Trebin hier vor sich geht. Sorry Leute, das macht richtig Spaß, ehrlich. Das ist ein gutes Spiel jetzt. Ich hatte gar nicht so erwartet. Fett. Ah, scheiße, Alter. Okay, wo sind wir jetzt? Was für ein Dungeon? Fettes Spiel, Mann. Geil. Oh, ja. Was auch cool sein muss, ist Fallout 3.
Okay, jetzt aber mal ganz kurz, sorry, ich möchte mal bitte meinen Helm aufsetzen, kann ich aber nicht. Okay, passt. Team muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Na super. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Auf jeden Fall, der Zombie-Angriff hier war ja jetzt nicht ganz so. Puh. Okay. Auf jeden Fall weiß ich, wie der Nahkampfangriff funktioniert. Nämlich einfach nur schießen, das war's schon. Präzisionsgewehr Hammer 2. Ja, machen wir mal. Okay, Universalwerkzeug, Seife. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Er ist doch Krogan, oder irre ich mich da? Achso, Moment. I. Irgendeiner Drax. Warum kann der kein Kroganer-Ding eigentlich anziehen? Das wüsste ich jetzt schon gern. Eine Edge 2. Präzisionsgewehr. Reaper 1, okay. Jetzt hat der gute Garus. Hat auch eine Banshee 2, weil ich glaube, er hat auch eine Avenger 2. Und dann schon Shepard hat eine Banshee 3, ist natürlich klar der Beste. Das war auf jeden Fall nix hier. Stinger 1, Edge 2, Striker 1. Ne, auch top, ja. Nur ist es nicht sehr präzise, das Ding hier. Nehmen wir mal die Reaper 3. Ja, genau. Die Upgrades übertragen. Dankeschön. Jetzt gucken wir, ob wir durch diese Türen hier durchkommen. Das wäre wichtig. Oh, fuck you. Okay.
Wasser, mein Hassfreund. Oh, fuck, Alter. Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeni-Forschungsteams erklärt. Sie wurden hier von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Gate-Gebiet entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Okay. Und das war's jetzt? Ich meine, sicher, dass das war? Die wollte ich eigentlich haben. Okay, gut bleiben. Okay, Schlammkanister. Da war sonst nichts weiter drauf. Ich darf die Space-Taste mal nicht vergessen. Ah, damit kann ich das immer machen. Garus sammeln, anhalten, angreifen, bewegen. Ich muss das hier mehr benutzen. Zu stehen bringt gar nichts. Ja. Ah. Jetzt. Was war das andere da? Schmeicheln? Okay, aber ich habe gar kein anderes Ding da zum Aufmachen. Passt. Okay, passt. Oh yeah, yeah. Okay, cool. Aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. I? Nee. P? Nein. Das hier? Nein. Das hier? Nein. P? Nein. L? Nein. K? Nein. G? Nein. M? Ah, ich muss wahrscheinlich raus und dann mit M. Was mich ja auch brutal geärgert hat, bei Dragon Age, die ganzen Kisten, ne, ich hatte ja nie einen Dieb dabei, konnte die ganzen Kisten nicht aufmachen. Du warst auch gar kein Bossgegner dabei. Hätte mich jetzt nicht gestört, wenn dann Bossgegner gewesen wäre. Wäre cool gewesen eigentlich. Damit wäre jetzt das geklärt. Und würde ich mal sagen, damit bietet sich jetzt auch diese Folge an, dass die rum ist. Ja, und bis zum nächsten Mal. Da geht es dann nämlich hier weiter. Trebin, erledigt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.